Zum Auftakt der neuen Börsenwoche läuft der deutsche Aktienindex DAX erst einmal ins Minus. Er liegt aktuell bei 6.442 Punkten mit 70 Punkten oder 1,1% im roten Bereich. Die Derivateanleger hier an der EUWAX in Stuttgart lassen sich davon allerdings gar nicht aus der Ruhe bringen. Ganz im Gegenteil, jetzt sind Long-Zertifikate und Call-Optionsscheine auf den DAX gefragt. Und das zieht jetzt auch den EUWAX Sentiment Index in die Pluszone. Er liegt im Moment bei plus 30 Punkten. Der DAX wird vor allen Dingen nach unten gezogen von einem großen DAX-Schwergewicht, nämlich der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank-Aktie mit Abstand der stärkste Verlierer im DAX, aktuell mit einem Abschlag von 3,3% auf 32,40 Euro. 32,39 Euro geht es jetzt hier nach unten. Und das hängt offenbar mit einem Bericht des Spiegel zusammen. Dieser hat nämlich berichtet, dass offenbar die große, mächtige Börsenaufsichtsbehörde SEC in den Vereinigten Staaten von Amerika gegen die Deutsche Bank ermitteln soll. Da geht es um Geschäfte der Deutschen Bank aus dem Jahr 2008 und davor mit dem großen Finanzinvestor John Paulsen und dessen Hedgefonds. John Paulsen gehört zu den größten Profiteuren der Subprime-Krise im Jahr 2008 und das will sich offenbar die SEC mal genauer unter die Lupe nehmen. Allerdings heißt es von Seiten der Deutschen Bank dazu, dass es von verschiedenen Aufsichtsbehörden hier Anfragen gibt. Und diese Anfragen würden von der Deutschen Bank auch entsprechend beantwortet. Ob Ermittlungen nun in der großen Tiefe aufgenommen werden oder nicht, das müssen wir weiter verfolgen. Auf alle Fälle verunsichert das zunächst erst einmal die Börsianer und zieht dann auch den Aktienkurs der Deutschen Bank nach unten. Die Privatanleger an der Börse Stuttgart lassen sich aber auch davon nicht aus der Ruhe bringen. Ganz im Gegenteil, sie sehen jetzt eher hier eine erneute Gelegenheit, in Call-Optionsscheine auf die Deutsche Bank-Aktie einzusteigen. Werfen wir noch einen Blick auf den Euro, so kurz vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Denn der Euro verliert jetzt etwa ein halbes Cent gegenüber der Schlussnotierung in New York vom vergangenen Freitag, liegt bei $1,3142. Es passiert gerade aber nicht allzu viel. Die Derivateanleger oder ein Teil der Derivateanleger ist allerdings durchaus optimistisch, dass es Ergebnisse geben könnte bei diesem Gipfel und sehen eher steigende Euro-Notierungen. Zumindest sind vereinzelt Calls gesucht.